Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Ketten des Harrow. Und wir begeben uns jetzt weiter auf die Suche nach... What the fuck? Okay, Nasher ist... Ja. Okay, wieso nicht? Wir begeben uns wieder erneut auf die Suche nach Emotionen, Manifestationen von Emotionen von unserem autistischen Tenno-Freund Rell. Und ich habe es irgendwie auch schon in der letzten Aufnahme kurz vermutet, dass er so eine Art Autismus hat. Aber bin dann irgendwie nicht weiter drauf, oh Gott, eingegangen. Aber... In a way, he didn't. He knew his mortality would undo his purpose. So he gave up his humanity forever. He committed his soul to the undying vessel. His warframe. Yes. He commanded we chain it within the depths of the sacred temple, an eternal vigil against the indifference. And you give me a hand. You helped him do it. Also ewig an seinen Warframe gebunden. After everything you've seen, wouldn't you? So, erstmal kurz Audio ein bisschen lauter gemacht. Es war nämlich gerade bei mir zumindest etwas leise. So, die neue Erde, wie immer, immer noch schön. Immer noch schick. Und sie haben ihn also, weil er nicht mehr sterblich sein wollte, mit seinem Tenno, mit seinem Warframe verbunden. Unzertrennbar verbunden. Ich meine, das wurde ja in dem Sinne schon gesagt, dass er sozusagen... Hi. Dass er sozusagen irgendwie in der Transparenz gefangen ist. Von daher wird das sicherlich dann das sein. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier drin? Na, hi. Dich habe ich nicht vermisst. Dich habe ich wirklich nicht vermisst. Nein, ich will keinen Wegpunkt hinsetzen. Wo ist er überhaupt? Oh fuck, Ketten. Was ist böse, aber teilnahmslos? Wo steht... Hä? Da. Nein, falsch rum. Oh, da... Achso, steht hier überall. Wow, steht hier einfach überall. Ja, wo steht's bloß? Hm. Ich kann das nirgendwo sehen. Hi, Rell. Ich sollte vielleicht mal irgendwas machen. So. Was soll... Ja, so viel zu Nasher könnte ja vielleicht ein bisschen stabiler sein. Durch seinen Ring. Soll ich jetzt da hinten? Wieso kann ich dich nicht... Ich will dich doch nur einfach einfangen. Hi. Du siehst echt nett aus. Ich bin aber weg. Scheinbar gibt's hier nichts zu holen? Fragezeichen. Von hier komme ich doch. Hä? Oh, Warframe, was? Hi. Euch kenne ich ja schon. Ah, ja. Jetzt ist aber hier. Na komm, wo bist du? Wo bist du? Ach, da hinten. Komm noch her. Hi, ich hab was für dich. Ah, okay, gut. Na, wo ist er? Da. Ja, ich bin dabei, Lotus. Kann nichts anderes als Stress machen. Komm. Ja, Lotus, ich hab dich verstanden. Ich bin... So, geht. Ja, Lotus, hab ich jetzt. Hi und tschüss. Ach Mann, du armer, kleiner, autistischer, durch den Void mächtig gemachter Tenno, der in seiner Transparenz über Jahrhunderte gefangen wurde und irgendwie jetzt keine Emotionen mehr fühlen kann und
mit dem wir jetzt kommunizieren wollen. Um mir selbst gerade irgendwie nochmal einen eigenen Story-Überblick zu verschaffen. Das sieht unglücklich aus. Hi. Haben wir ihn schon? Wir haben ihn schon, oder? Oh, Ketten. Hi. Ja, ängstlich. Und fehlt nur noch eine einzige Manifestation und dann haben wir sie wahrscheinlich alle. Glaube ich jedenfalls. Denke ich mal. Hup. Das greift noch müde aus. Ja, Lotus. Voll dabei. Ja, das ist der Plan. Okay, er ist einfach so umgefallen. Auch gut. Ah, müde, ja. Blessed Tenno. Rel has returned to his sacred vessel. I will join him there at once. Please, come. For I fear I haven't got the strength to do what must be done next. Na, irgendwie müssen wir ihn dann ja wahrscheinlich von dieser Transferenzverbindung kappen. Oder wird er dadurch sterben? Das wäre doof. Ich meine, besser als leiden für noch mehr Jahrtausende, aber nicht unbedingt das Beste. Schauen wir mal. If Rel's been caught in a transference loop for this long, the psychological effects could have been catastrophic. This man in the wall, these delusions, symptoms of the void exposure all Tenno experienced. I hope that Paladino can find peace for Rel, so this never happens again. Das klingt... Ah, er betritt den Tempel. Jetzt geht's also zur Sache. Im Void. Okay. Okay. Es klingt wirklich so, als würden sie ihn jetzt irgendwie von seinem Leid erlösen, also ja. Es klingt, als würde er sterben. Wahrscheinlich. Eventuell, denke ich mal, vielleicht. Und dann einfach nur in unserem Geist zu uns sprechen, durch den Void. Mal schauen. Unser Tempel, unser Haus, sein Tomb. Komm, meet our guiding light. Das sieht gerade irgendwie ziemlich ausgeblasst aus. Hier überall. Ein bisschen einfach mitnehmen. This is why you're here, Tenno. It is time for Holy Rel to rest. But I cannot bring myself to do it, to let him go. He's kept us, all of us, safe for so long. And it's time for you to carry on. Release ja, him, Tenno. Destroy the chains that bind the heroin vessel. He's earned his rest. Wir werden ihn töten, oder vielleicht auch eher sein Warframe, mit dem er die ganze Zeit verbunden war. Das sieht aus wie der Baum, der auch bei Red Veil zu finden ist. Jetzt mit so einer Art... es geht. Es geht der ganzen Sache hier an die Wurzel, sozusagen. Ist das... Ist das Blut? Das sieht nicht gerade nett aus und mich nervt es gerade etwas, dass er immer noch dieser blöde Ayatan-Stern irgendwie jetzt die ganze Zeit auf dem Bildschirm rumschwebt. Das ist dann wahrscheinlich das hier. Hallo? Das sieht wie Origin aus. Was? Oh. Also noch weiter. Was passiert, wenn ich... Okay, ich kann nicht mehr wechseln. Mach's gut, Never und Carrier. Du auch. Du alte fliegende Niere.
Holy moly. Das ist ziemlich groß für irgendwas, was unter einem Baum irgendwo rumhängt. Nett. Holy Rel, you have sacrificed enough. Pass on your burden and rest. Tenno, destroy the chains. Only your sacred power will damage them. Natürlich, wenn er mit irgendeinem Warframe, mit welchem Warframe könnte er wohl in der Quest namens die Ketten des Harrow verbunden sein? Vielleicht mit dem da. Ich bin... Ja. Ketten weg. Ketten weg, Ketten weg. Ketten weg? Hallo? Tenno, something's wrong. That's not Rel. That's... Let's have a little quiet. It's my turn to ask the questions. What? Well, no. Love, I told you. You can't pet her that hard. Be gentle or she'll bite. Are you okay, Rel? Das wird jetzt etwas, was ich auswählen kann. Geht's mir gut? Ich würde mal sagen... Joa. I won't let you take me from me. Okay. What have you done to Rel? Was zum... Will ich... Oh Gott. Wie soll ich... ja. So am besten. So soll ich wahrscheinlich. Kann ich jetzt wieder wechseln? Ich kann nicht mehr wechseln. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Weg, weg, weg. Alle weg, alle weg, alle weg. Das sieht schon verdammt cool aus wie Hera. Oh Gott. Hi, Rel, wie geht's so? Wie er da an den Baum angebunden ist oder angekettet ist. Oh, ihr alten, kranken Kultisten. Und du auch nicht weg. Rel? Wo? Oh, schön, noch mehr. Ich bin einfach von den Fahnen der Red Veil einfach dann runtergeflittert kommen. Auch schön. Aha. Void Energie, Void Energie, Void Energie. Alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Tenno! You need to save him from this. Destroy the chains! Ja. So, hier hin mal. How dare you laugh at him? You should be ashamed of yourselves. Don't look away, look at him. He's not invisible. Da stand gerade Kai. War das vielleicht das Mädchen im Comic oder war das jetzt gerade seine Mutter? Das klang, glaube ich, nicht wirklich für seine Mutter, oder? Ich weiß nicht, wenn sie lachen, würde ich mal behaupten. Das hier. Tap, tap, tap. You'll let me in, little piggy. Schön. Das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor aus. Wow, denn, dass irgendwer noch redet und ich währenddessen im Void halb tot rumflieg. Ja. Aber es redet doch gerade Rel, oder nicht? Keiner von denen. Rel? Hi. Ach, aber da ist er schon wieder. Irgendwo da ist er schon wieder. Wollen wir uns nicht einfach begrüßen so von Tenno zu Tenno? Ich kann dir auch einen Handschlag anbieten. Rel? Scheinbar nicht. Das ist ein eindeutiges Nein. Dann nicht. Dann gibt's eben ein bisschen Void-Energie ins Gesicht. Damit kann ich auch dienen. So, und die restlichen Ketten. Weg, weg und weg. Mom is not herself, Rel. I don't think... I think you should wait with the other kids. Until they fix the ship. I love you, but you have to go. Go! Also ist es doch seine Mutter, die jetzt gerade von sich in einer dritten Person geredet hat, weil sie schon gemerkt hat, dass... Das war wahrscheinlich gerade während des Voidenfalls. Und da kamen dann wahrscheinlich schon, während die Schiff repariert haben, Void-Strahlen rein und da hat sie wahrscheinlich schon gemerkt, dass sie etwas durchdreht. Und da würde ich mal sagen, nervös. Was haben wir das? But the in-kids don't care about the invisible outs. If you were alone in that drift, you'd need a friend, even like me. Schön. Aua. Ja, das ist ja keiner. Ist hier irgendwer? Ah, da hinten. Ich
finde es einfach interessant, diese ganzen Dialoge während des Wolkenfalls immer zu hören. Ah, Rell, mein Gott. Weil du deine Eltern verloren hast und ausgestoßen wurdest und leiden musstest, ist noch lange kein Grund, hier irgendwie böse zu sein. Viel Spaß im Feuer. Na, geht doch. Und jetzt noch Ketten? Fragezeichen? Ja. Ja, ja, schön. Immer wieder schön, ein bisschen im Void rumzuschweben. Wir wollen nur helfen. Beziehungsweise gleich wollen wir nicht mehr helfen, denn... Du bist ziemlich anstrengend. Okay. Scheinbar folgt mich dann einfach irgendeine Energiewelle mit Ketten drin, die mich dann einfach so tötet. Wieso auch nicht. Sollte man als Kind, das vom Void gesegnet wurde, nicht irgendwie etwas mehr aushalten können? So, jetzt aber. Ketten, danke. Endlich. Oh Gott. Harrow, komm raus. Oder verschwinde einfach. By sacred shadow and righteous blood, blessed Rell. Your aged vessel is dust and your chains are broken. Be free. But the man in the wall. Who will? They will have to. All of them. They owe you this. We all do. Yeah. I feel... Go on, Rel. Which one? Du fühlst dich... Ich glaube, du fühlst dich müde links. This one, Mama. I feel tired. Tired left. Good, Rel, you're learning. Well, why don't you have a little rest then? Okay. Okay, Mama. Ist er also auch noch schizophren nebenbei? Wenn er immer noch seine Mutter hört? Oh, okay. 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 Das war die Ketten des Harrow. Also er ist scheinbar auf jeden Fall, er war müde und ist jetzt, als seine Mutter es ihm gesagt hat, ruhen gegangen. Und wird scheinbar für immer ruhen können. Und wir bekommen eine Harrow-Blaupause. Das Ende war jetzt irgendwie etwas abrupt. Ich meine, es war an sich ganz cool, so jetzt mit diesem Gebilde da. Vom Red Veil. Mit dem großen Baum. Wenn es denn wirklich so ein Baum in der klassischen Definition war, aber... Was so? Oh Gott! Holy! Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Ach du... Die ganze Quest lang war es ja irgendwie ein bisschen creepy. Und ich habe mir gedacht, nee, okay, komische Masken auf Schattenwesen sind ja ein bisschen uncool, das ist... Nee, aber... Holy shit, ich habe den Tenno gerade die ganze Zeit nicht gesehen. Wo zur Hölle? Ach du Scheiße. Was zum... Das ist ja mal mega creepy, dass da auf einmal einfach so... Wieso? Zäune sitzt da so seltsam einfach auf... Was zum? Holy! Die Quest ist noch nicht vorbei. Die Quest ist noch nicht vorbei. Die Quest ist noch kein bisschen vorbei. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ich will hier weg. Oh Gott. Nein, der ist weg! Was? Er ist weg! Ich will nicht da runtergehen. Was? 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 Die Quest ist doch vorbei. Hey, Zwerg, das war am Ende von War Within. Gott. Ich glaube, es hat Bellas zu uns gesagt, oder? Also auf jeden Fall wurde ja irgendwie durch unseren Geist da zu uns gesprochen, als wir dann das Kuva da mit Teffeln am Berg und... Hallo? Hallo? Tenno? Tenno? Ja?
Hallo? Holy shit, das... Oh Gott. Das war ja mal... Das... Oh. Ich hab gedacht, die Quest... So viel zu abruptes Ende. Ich will gar nicht reingucken. Ich denke mal, es wird wieder normal, aber das gerade war... Ach du Scheiße, ich schwitze. Hilfe. Ich meine, mal ganz abgesehen davon, dass es heute recht warm ist, aber... Hi. Tetanus. Okay, Second Wave Musik, das klingt friedlich, das... Ich kann ja keiner gerade böse gucken, wenn er nett guckt. Hallo? Hallo? Hi. Okay. Oh Gott. Hi. Schön, dass du... wieder in... Oh Gott. Es waren wieder die glühenden Augen, es war wieder... irgendwer, der durch ihn gesprochen hat. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt auf die nächste große Cinematic Quest und freue mich jetzt schon sowas von drauf und ich freue mich auch schon ziemlich sehr auf die morgige Tenocon. Von der es natürlich noch alles in der News am Sonntag dann geben wird. Ich hoffe jedenfalls mal, dass ich es am Sonntag schaffe, je nachdem, wie viel es denn sein wird. Vielleicht war es Montag, aber jedenfalls war es das jetzt scheinbar wirklich. Vielleicht, schätze ich mal. Ich gehe noch einmal kurz durchs Schiff. Ja, doch. Hier ist nichts mehr, was irgendwie auf mich wartet. Hier drin noch, vielleicht. Nein. Ja, richtig disgusting. Oh Gott. That freaked me out. Ich will nicht mehr. Okay, das war's jetzt mit The Chains of Harrow, die Ketten des Harrow. Oh Gott, ich... Dieses Ende hat mich jetzt irgendwie echt fertig gemacht. Fuck. Fuck. Ja, das waren die Ketten des Harrow. War ganz cool. Mit den Emotionen, mit den Karten, die man auswählen konnte, mit dem Gespräch mit der Mutter. No. Okay. Okay. Ah. Aber es war cool. Es war jetzt irgendwie... Jetzt im Nachhinein war es auf jeden Fall ziemlich interessant, dass jetzt nochmal irgendwie was durch uns gesprochen hat. Und das war wahrscheinlich vielleicht doch wieder ein Teaser auf die nächste Cinematic Quest. Aber ich will nicht mehr. Das war die Ketten des Harrow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis jetzt die Tage. Und ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine Abkühlung. Eine Pause und will nicht mehr Ruhe in Frieden. In Frieden, genau. Ruhe in Frieden, Rael. Finde deine Ruhe und lass mich bitte in Ruhe. Wieso wurde es jetzt nach dieser Quest gezeigt? Wieso war es in direkter Verbindung oder war es einfach nur ein Teaser? Denn, ich meine, es ist jetzt ja letztlich doch Update 21 geworden. Es wurde überlegt, ob es vielleicht einfach nur Update 20.8 wird. Heißt also, dass das nächste große Update vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist. Es könnte also gut sein, dass die nächste große Quest dann auch eine Cinematic Quest wird. Aber, wieso jetzt? Ah, das war unschön. So, jetzt aber wirklich. Ich rede jetzt wieder irgendwie seit 5 Minuten einfach nur vor mich hin, weil mich das gerade irgendwie vollkommen aus der Bahn geworfen hat. Was sage ich nochmal? Genau, ja. Tschüss. Bis dahin und ciao. Ich bin weg. Jetzt kommt das Outro. Viel Spaß damit. Da unten sind Links in der Beschreibung. Könnt ihr draufklicken, könnt ihr auch nachlassen. Ich weiß nicht. Tschüss. We'll be right back.
We'll be right back.